Alles fing an, da war ich 9. Auf dem Keyboard meines Lehrers, Herrn Afshin. Er übte mit mir persische Folklore auf den Tasten. Ob ich was lernte, weiß ich nicht, denn ich übte eigentlich nie. Doch da begegnete ich der Melancholien der Musik. Ich lernte Melodien und das, was ein Akkord macht. Doch mir war das egal, ich war lieber auf dem Sportplatz, wollte Profi werden, wie die anderen Kinder auch. Freunde wurden Konkurrenten, doch wir hatten einen Traum. Mit 15 traf ich Asam, die Sinngespräche zuließ. Wir übten meditieren und chillten mit paar Sufis. Wir sangen Hafeslieder und lasen im Koran. Wir suchten die Erleuchtung im Namen von Allah. Irgendwann erkannten wir, Worte blocken nur das Herz. Somit strichen wir sogar das Wort Gott aus unserem Herz. Sie hatte dann einen Freund, jeder ging dann seinen Weg. Asam, es ist lange her, wir müssen uns mal wiedersehen. Und ich bin wieder auf der Suche nach dem perfekten Lied, ohne zu wissen, ob's überhaupt so etwas gibt. Und ich such weiter, immer, immer weiter. Und ich bin wieder auf der Suche nach dem perfekten Lied. Und wenn ich's finde, weiß ich nicht mehr, ob's die Welt dann sieht. Vielleicht kommt's in der Zukunft mit der Zeit, vielleicht irgendwo aus der Vergangenheit. Irgendwo aus der Gedanken quollen über. Arne zeigte mir Illmatic und ich wurde sein Hip-Hop-Schüler. Er zeigte mir, wie man mit Rap sich frei von all der Scheiße macht. Wie man seinen Namen mit einem Stein in eine Scheibe kratzt. Bei Freestyle Jams hat Broken Beats meist aufgelegt. Damals noch mit Weinberg, rest in peace, Digga, du fehlst. Das ist jetzt 11 Jahre her, als ich geweint hab an einem Grab. Ich muss dir ehrlich sagen, ich war seitdem nicht mehr da. Nach der Schule lernte ich Jessie kennen. Für sie schrieb ich mein erstes Album, so gesehen war sie mein erster Fan. Wir pressten 1000 Stück, brachten sie nicht in den Laden. Wir schnappten Trommeln und Gitarren und spielten auf den Straßen. Die Spitaler war der Arbeitsplatz, Tag und Nacht, wir machten bisschen Geld. Ich gab sogar was meinem Vater ab, wollte es, dass ich reich, dass ich Ingenieur werd. Doch ich hab mein Paradies gefunden, Papa, hör her. Und ich bin wieder auf der Suche nach dem perfekten Lied, ohne zu wissen, ob's überhaupt so etwas gibt. Und ich such weiter, immer, immer weiter. Und ich bin wieder auf der Suche nach dem perfekten Lied. Und wenn ich's finde, weiß ich nicht mal, ob's die Welt dann sieht. Vielleicht kommt's in der Zukunft mit der Zeit, vielleicht irgendwo aus der Vergangenheit. Drei Bässe fliegen durch die Beckstraße. Benny pumpte Boom Bap Beats, war Fan von FK Click. Musik ist Weltsprache, keine schnelle Geldmache. Diese Worte gaben unserer grauen Welt Farbe. Die Industrie und die Musik waren zu plump. Wir suchten Realness in der Kunst und philosophierten über uns. Wir dachten, etwas Echtes müsste ernst und müsste persönlich sein in Worten und in Klängen. Suchten wir die Wirklichkeit. Ben wurde Vater und ich stand ab da allein da. Mein Kind hat's nie gegeben, deshalb machte ich einfach weiter. Ich lernte Beats zu bauen, inspiriert wurde ich von früher. Nach 15 Jahren setzte ich mich wieder ans Klavier. Es war die Zeit, da traf ich Joya am Baumwall unter Michel, zwischen Spaniern und Touris im Portugiesenviertel. Sie sprach von Kunst und dass es keine Formel dafür gibt. Hier entstehen die Worte und im Orbit die Musik. Sie wurde mein Astronaut, bevor sie mich verließ. Für sie schrieb ich Rosarot und Paradies. Neffi hat's gehört und ich bekam meinen ersten Deal. Philipp wurde mein Bruder und machte aus meinem Meer Musik. Es kam, wie es kommen sollte. Was ich im Grunde wollte, war ein Stück auf Platte, weil wir Pech hatten, wurd's ein Flop. Selbst wenn dieses Lied plötzlich jeder sieht, es ist egal. Denn es ist wieder nur ein fast perfekter Beat und ein fast perfekter Text.
Und ich bin wieder auf der Suche nach dem perfekten Lied, ohne zu wissen, ob's überhaupt so etwas gibt. Und ich such weiter, immer, immer weiter. Ja, ich bin wieder auf der Suche nach dem perfekten Lied. Und wenn ich's finde, weiß ich nicht mal, ob's die Welt dann sieht. Vielleicht kommt's in der Zukunft mit der Zeit, vielleicht irgendwo aus der Vergangenheit.